Wie bei den Garagenerfolgsgeschichten von Apple, YouTube und Co. passiert auch hier im fränkischen Burghaslach Großes. Wo ursprünglich die Autos von Kai Böhner untergebracht waren, produziert dieser nun zusammen mit Jochen Segitz Antriebe einer neuen Generation. Die elektrohydrostatischen Industriekomponenten sind den bestehenden Produkten in Sachen Zuverlässigkeit und Energieeffizienz um einiges voraus. Das Einzigartige an unseren Antrieben ist, dass sie sehr kompakt sind, ein geschlossenes System darstellen, eine austauschbare Komponente für den Maschinenbauer und auf sehr wenig Raum sehr hohe Kraft bieten, sehr präzise positionieren können und extrem energieeffizient sind. 2009 startete das Unternehmen mit einer Patentanmeldung. Mittlerweile sichern 6 festangestellte Mitarbeiter den Erfolg der Firma. Egal ob zum Beispiel bei der Formfleischherstellung oder in der Laminatfertigung. Die Antriebe von Böhner EH kommen in Maschinen rund um den Globus zum Einsatz. Hochwertige Werkstoffe und modernste Fertigungsverfahren aus Deutschland sind dabei ein Muss. Wir konstruieren selber, wir lassen in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern, also im angrenzenden Österreich, Teile fertigen. Wir brauchen diese Präzision und dieses Engineering und dieses Know-how der Techniker in unserem Unternehmen und bei unseren Zulieferern. Die Elektrohydrostatic Drives, kurz EHD, vereinen die Vorteile von elektrischen und hydraulischen Antrieben in einzigartiger Weise. Auf dieser Grundlage will die Firma in Zukunft wachsen. Wir sehen uns als Nischenanbieter einer bestimmten Antriebstechnologie. Wir wollen vom heutigen, ich sag mal, kleinen Serienfertigung in eine mittlere Serienfertigung wachsen, zu einem typischen deutschen Mittelständler mit 20, 50 Mitarbeitern, der in einer bestimmten Nische der Spezialist ist und deutsche und internationale Maschinenbauer beliefert. Für das Ziel, sich in der Branche als Hidden Champion zu etablieren, hat die Böhner EH damit schon alle Grundsteine gelegt.